Hallo zusammen, ich Marian mit Wealth Farming begrüße euch auf meinem Kanal MLS22 auf der Burgenlandkreis. Hallo, ich hoffe euch geht's gut, ihr habt einen schönen Tag, schöne Woche, schöne Zeit, wie immer. Ja, unser neues Projekt muss losgehen. Ihr seht, ich habe die Zeit eingestellt auf 1. Wir haben jetzt nur noch 58.000. Zerquetschte. Wir haben gerade die Zeit hochgedreht von 0 auf 1. Wir haben ein Darlehen von 205.000 und wir haben hier so im Groben die Grundausstattung, die ich letztes Mal gezeigt habe. Allerdings habe ich den Fuhrpark jetzt nochmal verändert. Ich probiere aus, ob es mir liegt. Könnt was gerne dazu in die Kommentare schreiben, bitte. Mal wechseln sollen. Ich bin jetzt mal auf New Holland gegangen. New Holland hatte ich noch gar nicht. Und ich denke, kann man auch mal gut machen. Wir haben, erstmal eine Kettensäge, damit ihr dann auch schon mal wisst. So, also, wir haben hier noch nichts gefüllt, nichts gemacht. Wir müssen ernten. Wir haben Leben in den Ställen. Ja, unsere Kälbchen sind hier. Die sind auch schon gefüttert. Das heißt schon wieder hier, eine ist wieder überfüttert. Und wieder links, wir haben Kühe, wir haben Hühner und Schweine. Ich denke mal, damit haben wir allerhand zu tun. Ihr hört ja auch, die Produktion wollen dann auch gefüttert werden. Da müssen wir dann auch dran. Aber erstmal, um die zu füttern, müssen wir leider Gottes, ja, soll ich jetzt sagen, ne? Erstmal hier knallhart ernten. Also ich habe, ihr seht, ich habe die Sachen hier verteilt im Hof. Gucken wir uns gerade mal. Also New Holland. New Holland, haben wir einmal hier den Kleinen. Was heißt den Kleinen? Die sind nicht klein. Der ist ein T5. T5 140 mit Frontlader. Das hier ist ein T680 mit richtig gesehen habe jetzt. So, und hinter hier ist mein auch so ein Schätzchen von mir. Das ist der T7 273 PS hat der. Das ist natürlich ein starkes Ding. Mal gucken, ob der nicht zu groß ist schon sogar hierfür. Wir haben den normalen Teleskoplader von New Holland genommen. Dann haben wir hier so ein bisschen die Feldtechnik, Düngetechnik reingetan, Sätechnik hier auch. Die Scheune ist noch leer. Aber wir kriegen ja noch tonnenweise Zeug. Ihr könnt auf jeden Fall gerne mal zu der Ausrüstung sagen, ob wir sie nochmal ändern wollen oder nicht. Auch hier habe ich den Mängel, den Wagen, den Ladewagen reingetan. Plus die Transportkiste, die kleine. Wir haben hier einen Feldhäcksler von New Holland. Auch der Standard. Ganz normal. Wir haben einen Drescher von New Holland. Der steht beim Händler noch. Weil wir fangen unten dann an zu pressen. Auch die Hänger habe ich verteilt, wie ihr seht. Diese, alle Tiere sind angefüttert. Wir werden wahrscheinlich das erste Mal Futter kaufen müssen, wenn ich nicht genug zusammenkriege. Wir haben hier ein bisschen die Forsttechnik hingetan. Also alles ist soweit im grünen Bereich. Wir können uns aber auch mal einen Ticken langsamer machen. Das heißt, wir können jetzt erstmal. Oh. Habe ich das Kästchen hier verschoben. Bestimmt eben, als ich mit dem Dings hier vorbeigefahren bin. Ich hatte eben den Häcksler eingepackt. So, ich habe hier die Grünlandtechnik drin. Wir müssen auch dringend natürlich Gras machen. Wir haben ein Maisfeld für das Fahrsilo. Und wir müssen natürlich hier Gras und Heu machen. Und dann haben wir Weizen und ich glaube Gerste war es für die Hühner und für Stroh. Ja, die Krone habe ich hier reingepackt, zusammen mit dem Viehanhänger plus den mit Milchfass. Also ihr seht, es ist jetzt so langsam Leben da. Wenn euch noch irgendwas auffällt am Hof, gerne mal Bescheid sagen. Ich würde jetzt sagen, wir kommen heute eh nicht zu so viel mehr. Ich würde aber wenigstens sagen, dass wir den Hänger schon mal schön mit dem
Mit dem Kleinen machen wir das. Machen wir mit dem Kleinen. Also Traktoren bis auf den Großen aus dem Mod-Hub. Der Große ist auch von den von der Seite von den Farming Goods. Ich denke mal, Schaufel brauchen wir jetzt hier keine. Weil der hört sich auch gar nicht so schlecht an. Also ich bin jetzt hier auf der richtigen Seite gelandet. Ach, immer so herrlich. Ja, das heißt, ich freue mich drauf, es geht endlich los. Das können wir hochmachen. Ich hoffe, das klappt auch alles. Wie ihr hier seht, wie hier nicht geht, wir haben natürlich auch die Frontladegeräte eingelagert, ja, und so weiter und so fort. Also es... Ich bin mal gespannt, wie wir hier in die Stadt gehen. Aber wie gesagt, wenn euch der Fuhrpark nicht gefällt oder ihr sagt mir, zack, wir hätten da noch eine andere Idee. Hier habe ich mal noch gar nicht so oft gespielt. Also New Holland. Und ich finde, das sind schon mal jedenfalls schon mal gute Schlepper. Gibt bestimmt bessere. Wenn auch da einer eine Idee hat, kann er mir gerne mal einen Tipp geben. Und dann schauen wir mal. Wir müssen zur Nummer 6 wollen müssen wir. Wenn ich richtig im Kopf habe. Da haben wir Raps drauf. Rapsi. Real Rapsi. Ich hoffe, ich komme gleich mit. Oh. Da haben wir Raps drauf und der ist drin. Blau ist er. Und das ging. Und doch hier drauf. Hier ging es schön drauf. Also wir kommen schön mit dem, sagt schon, hier mit dem Löcher dahinter, ist gar nicht klein. Und jetzt kann ich habe jetzt den erste genommen, was im Shop war. Hier siehst du natürlich gar nichts. Da müssen wir einfach auf die Brücke fahren. Hört sich aber schon mal nicht schlecht an, der Bursche. Auch mal bitte drunter schreiben, ob ich zu laut bin oder die Traktoren. Moin. Ich würde sagen, der Bob ist warm geworden. Den haltet mal ein bisschen. Boah, was ist denn heute los? Die Weiber, die sind hier lebensmüde. Gibt's doch gar nicht. Ischen. Die Ischen. Unglaublich. So, das heißt, das ist die Nummer 6. Da können wir sowieso erstmal, denke ich mal, nur hier am Rand. Hier war irgendwo, glaube ich, die Einfahrt. Schon so weit gefahren. Wir können den ersten hier stehen lassen. Was natürlich auch hier ginge, ihr Lieben. Wieso komme ich denn eigentlich jetzt? Da ist er. Nein, hoch. Da ist er. Ja, geht trotzdem durch. Lieben. Ach. Und doch mal immer schön ein Ostalpie-Projekt machen, Mensch. Das wäre doch der Burner. Können wir auch ruhig die Tür aufmachen. Wenn wir schon rausgehen. Schöner Schlepp. Aus dem Mod-Hub.
Hätte ich gar nicht gedacht. Schock. So, wir sind aber jetzt gerade durch. Den kleinen habe ich ja schon nicht gezeigt. Den haben wir auch noch hier. Der ist hier zum Beladen hier innen drinne von der ganzen Mimik. Oh, ihr seht gerade hier, muss schon was verschieben. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Seht ihr das? Muss ein Stück rein. Da ist er. Also ich finde den nicht klein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den nicht. Hat mal hier gucken, haben wir noch nicht gemacht, seht ihr? Zurückdrücken brauchen wir jetzt nicht zu machen. Das machen wir aus. Sparkan. Hat der Allrad? Weiß gar nicht. So wie aussieht, ja. Glaube eher nicht. Können aber mal. Was war denn das hier nochmal? Oh. Erschreckend. Er blinkt hier aber wie im Kino. Aber das gibt doch jetzt hier auch einen Starttakt liegen. Das könnt ihr doch wohl glauben. Diese so wenig Verkehr. Da müssen wir jetzt mal gucken. Blinkt jetzt. Kriegt man ja Angst. Darf aber auch nicht regnen. Und das ist ja hier direkt eine epileptische Anfall. Muss ich mal hier mal gucken. Okay. Gucken, ob er so nett. Boah. Hier muss man schon jetzt rangieren hier. Wenn man hier rumkommt. Wir hätten es anders fahren müssen. Kann ich doch nur so schnappen eigentlich. Ja, das geht noch so einigermaßen. Macht auch mal Spaß mit anderen Maschinen, das muss ich wirklich sagen. Aber ein Ostprojekt, ein Ostalgie-Projekt. Oh. Habt ihr noch ein Safe-Game hier geladen dafür? So ist das nicht. Oh. Falsche Knopf gedrückt hier. Gar nichts. Ich habe den ganzen Anhänger. Dann
muss gleich umziehen mit dem Traktor, sonst gibt er doch wieder nichts mit mir hier. Ist aber das Auto auch direkt daneben, ne? So, ich würde erst mal sagen, wir fahren mal hier durch. Leute, was ist los? Hat das Ding da jetzt auf, Leute? Moin. Ich würde sagen, wir fahren erstmal hier so mitten durch. Bräuchten schon ein bisschen Strom. So ist das schicki fein. Den Mod wollte ich schon immer mal ausprobieren. Der ist ja cool. Wo ich gar nicht weiß. Macht es ein bisschen wirre. Hat hier so unten bleiben. Aber die Arbeitskamera an sich, also finde ich jetzt nicht schlecht. Den Mod. Ich weiß nicht, ob der so ganz fertig war. Weil die Mittag macht Bock, ey. Das macht echt Bock. Ich hätte gedacht, der Tischer, der gefällt mir irgendwie. Ich hoffe, ich lasse ihn zu viel stehen, aber der gefällt mir irgendwie. Ich glaube, geil. Ich kenne natürlich auch hier gegebene Felder. Ist nichts. Wow. Ich weiß gar nicht, ihr Lieben, da müssen wir noch gucken, einstellen, ich bräuchte normalerweise, machen wir da hier mit, Fruchtestörung mit allem Schnickschnack. Ich hoffe, wir machen hier mal mit allem Schnickschnack. Also dafür, dass die Böden hier nicht gedüngt sind, so bei der ersten Ernte und nix. Ich finde, der Ertrag ist immer nicht schlecht bei der ersten Ernte. Ich glaube, wenn man nichts machen würde und würde die zweite Ernte so machen, dann gäbe es nur die Hälfte. Eben hätte das macht Bock.
Aber ich denke, mit dem Vorgewende, das macht schon ganz schön Sinn hier bei dem Feld und bei der Position des Feldes. Mir fehlt mein Headtracking, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde hier die alte Kamera da wieder dran basteln, weiß ich nicht. Alles klar. Jetzt haben wir doch den Dreh hier so langsam raus. Natürlich gut. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen Strobe rumkriegen. Und eventuell kann man das auch noch ein bisschen verkaufen. Ne? Alles, was wir übrig haben, hier im nächsten Jahr, müssen wir gucken. Ich bin weit genug zurückgefahren. Ja, ihr Lieben, aber ich denke, wir sind schon wieder so weit. Man hätte die Folge schon wieder mehr wie gefüllt haben. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Abos, eure Likes. Wenn es einem gefallen hat, Abo und Like schreiben. Schreibt bitte in die Kommentare rein, wie das ist hier mit New Holland. Aber das mal so. Also ich finde es interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gucken wir uns das mal an. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.